Das Wesentlichste bei dieser Technologie ist, wo bleibt das Vorsorgeprinzip? Aber es würde nie möglich sein, eine Tablette auf den Markt zu bringen, die nicht durch strenge Vorkehrungen und durch strenge Prozesse durchgeht, bis man weiß, ob diese Tablette, wenn sie denn am Markt ist, Menschen schädigt oder nur potenziell schädigt. Das würden wir nicht zulassen, denn es ist so, dass wir erlauben als Staat, dass diese 5G-Technologie über die Köpfe der Bürger, über die Köpfe der Gemeinden und auch über die Köpfe der Länder ausgerollt wird. Da erwerben Konzerne, um Milliarden Lizenzen, das ausbauen zu dürfen, und die müssen dann niemanden mehr fragen. Österreich, Tirol und Innsbruck, aber auch andere Gemeinden werden jetzt von diesen Konzernen in Wahrheit zu einem Testlabor gemacht. Wir alle sind hier Versuchskaninchen. Wir erlauben Konzernen, eine Technologie auszurollen, wo wir wenig bis nichts über die Langzeitfolgen wissen. Wir als Liste Fritz denken uns, dass diese Sorgen, diese Bedenken der Bürger ernst zu nehmen sind. Grundsätzlich war das Ziel unseres Antrages, beim Ausbau der 5G-Technologie die Bürgerrechte zu stärken und Parteistellung für die Bürger beim Errichten dieser Antennentragemasten herzustellen. Jetzt gibt es doch tatsächlich im Steirischen Landtag einen Antrag mit derselben Grundidee, Stärkung der Bürgerrechte beim Ausbau von 5G. Ja, wer hat den eingebracht? Die Grünen Steiermark. Gratuliere. Gratuliere. In der Steiermark, wo ihr nichts zu sagen habt, bringt ihr diese Anträge ein. In Tirol, wo ihr ja angeblich mitregiert, gäbe, wie du uns heute mal erzählt hast, angeblich sage ich, da krümmt ihr keinen Finger. Das finde ich, ist nicht in Ordnung. Die Ärztekammer in Wien kommt zum Fazit, dass beim Ausbau von 5G noch zu viele Fragen offen sind. Und die Ärztekammer fordert deshalb die Einsetzung und die Einhaltung des Vorsorgeprinzips. Also sprich, wir machen nur das, wovon wir auch wissen, welche Folgen es hat. Es wäre ja nicht ganz der dümmste Ansatz. Ja, ich würde gerne ein bisschen was zum Tagesordnungspunkt 2, zum Liste-Fritz-Antrag sagen, nachdem es ja dazu jetzt auch einen Abänderungsantrag gibt. Grundsätzlich war das Ziel unseres Antrages, beim Ausbau der 5G-Technologie die Bürgerrechte zu stärken und Parteistellung für die Bürger beim Errichten dieser Antennentragemasten herzustellen. Warum ist es jetzt bei 5G wichtig und wesentlich? Naja, weil es große Bedenken vieler Bürger gibt, was die Gesundheitsaspekte anbelangt, aber auch was Bürgerrechte anbelangt. Denn es ist so, dass wir erlauben als Staat, dass diese 5G-Technologie über die Köpfe der Bürger, über die Köpfe der Gemeinden und auch über die Köpfe der Länder ausgerollt wird. Das ist was ganz Spannendes, wenn man sich damit beschäftigt. Da erwerben Konzerne, um Milliarden Lizenzen, das ausbauen zu dürfen, und die müssen dann niemanden mehr fragen. Keine Kommune, kein Bundesland. Und ich denke, wir als Liste Fritz denken uns, dass diese Sorgen, diese Bedenken der Bürger ernst zu nehmen sind. Weil es gibt schon hier ernstzunehmende demokratiepolitische und gesundheitspolitische Folgen. Das Wesentlichste bei dieser Technologie ist, wo bleibt das Vorsorgeprinzip? Das ist ganz was Wesentliches. Wir rollen jetzt oder wir erlauben Konzernen, eine Technologie auszurollen, wo wir wenig bis nichts über die Langzeitfolgen wissen. Ich vergleiche das und habe das auch im Ausschuss schon verglichen mit der Pharmaindustrie, über die wir heute auch noch reden. Die hat nicht immer das beste Image und nicht immer den besten Ruf und nicht zu Unrecht. Aber es würde nie möglich sein, eine Tablette auf den Markt zu bringen, die nicht durch strenge Vorkehrungen und durch strenge Prozesse durchgeht, bis man weiß, ob diese Tablette, wenn sie denn am Markt ist, Menschen schädigt oder nur potenziell schädigt. Das würden wir nicht zulassen. Bei 5G lassen wir das zu. Und ich darf, Frau Präsidentin, unter dem Titel Direkte Gesundheitsfolgen aus der Stellungnahme der Ärztekammer Wien zu 5G zitieren. Die Ärztekammer Wien, denke ich, über jeden Zweifel erhaben, dass es hier um eine Interessensvertretung
für Mobilkonzerne, aber auch um sozusagen eine Widerstandsgruppe gegen Mobilkonzerne gehen würde. Die schreibt nämlich in ihrer Stellungnahme vom Februar 2020, erstens, weder Mobilfunkgegner noch Mobilfunkbefürworter können derzeit aussagekräftige Langzeitstudien präsentieren. Zweitens, auch die vielfältig getätigten Aussagen, dass Funk gleich Funk sei, ist wissenschaftlich unhaltbar und darf nicht eine Verharmlosung der potenziellen Gesundheitsgefahren bewirken. Drittens, die Internationale Agentur für Krebsforschung hat die Funkstrahlung aufgrund der Studienlage als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft. Diese Einstufung ist nach wie vor aktuell. Das schreibt die Ärztekammer Wien in ihrer Stellungnahme zu 5G im Februar 2020. Österreich, Tirol und Innsbruck, aber auch andere Gemeinden werden jetzt von diesen Konzernen in Wahrheit zu einem Testlabor gemacht. Wir alle sind hier Versuchskaninchen. Und da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, sondern da muss man nur diese neutralen oder die Stellungnahmen einer neutralen Organisation anhören. Und mich und viele Bürger wundert schon, dass wir das zulassen bei dieser 5G-Technologie, was wir bei anderen Dingen und auch Gesundheitsversorgung über neue Medikamente ist, wie wir momentan merken, wahnsinnig wichtig. Aber da würden wir es auch nicht lassen und nicht zulassen. Und jetzt verstehe ich schon, dass durch diese 5G-Technologie gewaltige Wirtschaftsinteressen bedient werden und dass es große Chancen auch für die Digitalisierung gibt. Aber, und das ist auch interessant, weil das haben wir auch schon einmal diskutiert und wer sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, hört es immer wieder, naja, der Ausbau von 5G sei alternativlos. Auch das stimmt nicht. Ich darf noch einmal die Ärztekammer Wien zitieren. Eine Digitalisierung und Datenübertragung ohne Komfortverlust erreicht man auch durch kabelgebundene Lösungen. Diese sind schneller, datensicherer und nicht potenziell gesundheitsgefährdend. Jetzt frage ich euch, wieso lassen wir sowas zu? In allen Ernstes, warum lassen wir so etwas zu? Und ich finde es auch, das sage ich auch, demokratiepolitisch untragbar, dass Kritiker dieser 5G-Technologie, und solche gibt es gar nicht mehr wenige, dass die dann im Bausch und Bogen als Verschwörungstheoretiker und als Wahnsinnige hier hingestellt werden und in Misskredit gebracht werden. Ich erinnere daran, dass Städte wie Brüssel oder wie Genf diese 5G-Technologie nicht ausrollen lassen. Und der ganz lustige Clou, das Silicon Valley wehrt sich auch gegen 5G. Das werden jetzt nicht die Technikfeindlichen sein. Die Ärztekammer in Wien kommt zum Fazit, dass beim Ausbau von 5G noch zu viele Fragen offen sind und die Ärztekammer fordert deshalb die Einsetzung und die Einhaltung des Vorsorgeprinzips. Also sprich, wir machen nur das, wovon wir auch wissen, welche Folgen es hat. Es wäre ja nicht ganz der dümmste Ansatz. Jetzt gibt es zum Anliegen unseres Liste-Fritz-Antrages auf Mehrparteistellung einen Bericht, der sagt, ist gesetzlich nicht möglich. Er sagt leider wieder nicht, ich wiederhole das hier auch wieder mal, ich würde mir das einfach auch als Abgeordneter wünschen, wenn solche Berichte kommen und sagen, das, was ihr gesetzlich fordert, ist nicht, oder was ihr mit Antrag fordert, ist nicht möglich, dass es auch aufgezeigt wird, wie wäre es denn möglich, Kollege Mattle, wenn wir es so nicht machen können, aber wenn wir politisch wollten, wie könnten wir es machen? Das würde ich mir einfach wünschen, das würde uns auch in manchen Prozessen und Debatten vielleicht weiterhelfen. Weil letzten Endes, das hat die Frau Kollegin Planig heute schon einmal gesagt, wir sind alle angelobt und stehen hier, um was für die Menschen zu verbessern. Und jetzt nutzt es uns ja wenig, wenn wir dann wieder dastehen und sagen, ja, so geht es nicht, aber wie es anders gehen würde, wissen wir auch nicht. Finde ich nicht so gescheit. Gut, jetzt gibt es diesen Abänderungsantrag. Ich meine, dass das ein dreister Abänderungsantrag ist. Dreist deshalb, weil wir wollten die Bürgerrechte stärken, die Parteistellung erhöhen und jetzt ist quasi ein Abänderungsantrag, der sagt, naja, schauen wir, dass wir das flächendeckend ausbauen können,
Wir tun schon uns auf den wissenschaftlichen Beirat Funk und auf das ÖRW und auf die Erkenntnisse der WHO beziehen, aber das war es in Wahrheit. Ich meine, ihr wisst, dass ich mit 95% dieser Abänderungsanträge keine Freude habe, weil die meistens den Sinn des jeweiligen Antragstellers entstellen. Und er hat sich was dabei gedacht, wo er das gebracht hat. Und das ist einfach eine Unart, aber der Antrag ist wieder mal so ein Beispiel, wo ich sage, da ist gar nichts mehr übrig geblieben. Da ist nichts mehr von Bürgerrechten übrig geblieben, da ist nichts von Stärkung von Parteistellung übrig geblieben, da ist schon recht kein Vorsorgeprinzip übrig geblieben. Und dann erwähnt sie auch noch und wollt euch sozusagen als wissenschaftliche Referenz auf den wissenschaftlichen Beirat Funk beziehen, der höchst umstritten ist. Auch da darf ich noch einmal die Ärztekammer zitieren, die schreibt wörtlich, dass der wissenschaftliche Beirat Funk in seiner Studie widersprüchliche Aussagen macht. So, letzter Satz. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, das seltener zu sagen, aber jetzt da muss ich es wieder sagen. Ich finde es wirklich schwach und enttäuschend, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wie ihr hier wieder agiert. Ihr seid bei einem Thema, wo ich weiß, weil ich mit vielen Bürgerinitiativgruppen da im Gespräch bin und ich weiß, wie viele Grüne oder grün angehauchte Menschen dort sitzen, die sich Sorgen um diese 5G-Geschichte machen. Und dann seid ihr es mit dabei und sagt, naja, das planieren wir nieder, Bürgerrechte, Parteistellungen brauchen wir nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, echt, seien alle Grünen so, das gibt es ja nicht. Und siehe da, jetzt bin ich fündig geworden. Jetzt gibt es doch tatsächlich im Steirischen Landtag einen Antrag mit derselben Grundidee, Stärkung der Bürgerrechte beim Ausbau von 5G. Ja, wer hat den eingebracht? Die Grünen Steiermark. Gratuliere. Gratuliere. In der Steiermark, wo ihr nichts zu sagen habt, bringt ihr diese Anträge ein. In Tirol, wo ihr ja angeblich mitregiert, gäbe, wie du uns heute mal erzählt hast, angeblich, sage ich, da krümmt ihr keinen Finger. Das, finde ich, ist nicht in Ordnung und das ist auch nicht fair euren Wählern gegenüber. Danke.